Projekt Wein und Schokolade hat für uns auf einer Messe in Stuttgart angefangen im Jahr 2016. Da haben wir den Schokolatier Herrn Schell kennengelernt und der hat uns das Thema Wein und Schokolade erst eröffnet. Für mich war Wein und Schokolade Rotwein und dunkle Schokolade und da habe ich festgestellt, dass man auch einen Riesling mit einer Milchschokolade kombinieren kann oder einen Rotwein mit einer Milchschokolade. Mein Name ist Tim Bernhardt und hier auf unserem Weingut haben wir uns dem Erlebnis Wein verschrieben. Grundsätzlich gibt es kein Lebensmittel, was besser mit Wein harmoniert als Schokolade. Wein und Käse ist eine Harmonie, Wein und Schokolade ist eine regelrechte Geschmacksexplosion. Und man braucht eben zu jedem Wein die richtige Schokolade. Und bis man die gefunden hat, das dauert unheimlich lange. Wir haben ein Jahr gebraucht, in dem wir sehr viel Wein und Schokolade kombiniert haben, probiert haben, um Effekte rauszuerkennen. Denn wenn man den richtigen Wein mit der richtigen Schokolade auf die richtige Weise kombiniert, verändert sich der Geschmack zweimal extrem. Das Thema Wein und Schokolade ist nicht ganz einfach. Man muss eine gewisse Reihenfolge beachten. Und nur wenn man diese Reihenfolge beachtet, verändert sich auch der Geschmack. Das hört sich jetzt unheimlich kompliziert an. Deshalb haben wir versucht, dieses Thema zu verbildlichen, um es einfach einfacher und zugänglicher zu machen. Wir erzählen also kleine Geschichten, innerhalb der sich eben eine Handlung entwickelt oder eine Schokolade und ein Wein entwickelt. Und das sind Geschichten, Situationen, in denen sich die Leute hineinversetzen können, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, weil das beeinflusst unseren Geschmack auch immens. Erst schmeckt man beide einzeln, dann getrennt. Zuerst dominiert die Schokolade, dann kommt der Wein und beide verschmelzen ineinander. Und was dann passiert, reicht von einer eleganten Steigerung bis hin zu einem Looping und einer Explosion wie ein Feuerwerk der Sinne. Für mich ist Wein nicht nur ein Getränk in der Flasche, für mich ist Wein ein Erlebnis und das sollte man auch so erleben. Deshalb bin ich kein Freund davon, vorne zu stehen und einen Wein einfach nach seinen Aromen zu beschreiben. Für mich muss man interaktiv bei einer Weinprobe mitmachen und da hat mir eben die Kombination Wein und Schokolade ganz gut gefallen. Und mit den Geschichten können sich die Leute in die Kombination hineinversetzen und das Ganze erleben. Ich hätte nicht gedacht, dass Wein und Schokolade so viel Spaß macht.